Oida, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Mit einer neuen Folge Ask TBT. Habt ihr uns wieder ein paar Fragen gestellt? Ja, Mann. Vergesst nicht, könnt ihr mal Fragen stellen an uns. Einfach unten in die Kommentare. Versuchen die auch zu beantworten. Ja. Erste Frage von Olli Bach. Auf welchem Platz seht ihr Clown Blades? Was ist Clown Blade? Was ist Clown Blade? Oh mein Gott, was seid ihr für welche? Leider ist es nicht mehr so gut, weil Juggler. Ja, ach so, dieses Level 4 Gang Seed. Juggler ist weg. Oh, Juggler weg und Ding ist weg. Fischfeuer ist weg. Deswegen Clown Blade ganz, ganz schlecht. Ja, auf welchem Platz seht ihr das? 99, glaube ich. Ja, sowas. So. Leider. Also, auf jeden Fall nicht Top 10. Auf jeden Fall nicht, Mann. Auch nicht Top 20. Ja. Nein, Mann. Also, Top. Also, eigentlich bei diesen. Es gibt immer so diese Dinger. Und da steht noch immer so Decks Others. Ja. Und da können sie dazu. Oder? Sonstige Decks, Mann. Sonstige, Alter. Sonstige Decks. Okay, Mann. Nächste Frage. Und freches Toastbrot. Hallo, freches Toastbrot. Ist ein Yuzentu-Deck noch spielbar auf Turnieren oder eher nicht? Kommt auf an, auf welche Turniere... Auf kennst du überhaupt Yuzentu? Ja, ja, die sind die, die auf die Hand wieder kommen. Ja. Ne? Oida, nicht schlecht. Ich glaube, wenn man es anti-mäßig spielt. Ja, nein. Du spielst nur anti, man spielt ja. Und das ist der Fehler. Das ist, warum das scheiße ist bisher. Genau. Ja, man muss auf OTK spielen. Du sollst vielleicht ein bisschen offensiver und aggressiver spielen. Aber keiner hört ja auf mich, also. Ja, wird Yuzentu weiterhin schlecht sein. Was ich kenne, ist Yuzentu mit Kaiju. Das geht schon ab. Die Kaiju ist immer auf die Hand nehmen. Ja, genau. Die schießt immer auf die Hand und dann Gegner... Das ist halt dann immer ein Nachteil, der ja, auf jeden Fall mal interessant, mal so ein Bild zu sehen. Akku-Bilder. Also was war die Frage? Habt ihr die beantwortet jetzt? Ob es auch auf Turnier spielbar ist? Ja? Ja, kommt auf okay. Alles ist spielbar. Schau den Afghanen an, ja. Mit seinem Blackwing. Die Frage ist halt nur, wie du abschneiden willst. Gewinnt ist halt ja, eben, genau. Spielbar auf jeden Fall. Jamal. Jamal Ona. Soll ich nächste Rüstung bauen? Was? Er fragt, ob er Mermel. Mermel bauen soll. So. Ja, Mermel hat immer OTK-Potenzial, also ein relativ gutes Deck. Gutes Deck, ja. Wenn du... Ist es gut. Es ist gut mit Prince, wenn man nicht brickt, dann ist es immer OTK. Man muss sich aber auch die Kombos muss man alle können. Ja. Man kann nicht einfach so drauf losspielen. Man muss es echt lernen. Ja. Es ist ein Top 10 Deck, es ist vielleicht ein Top 5 Deck. Wobei, Top 5 weiß ich nicht, auf jeden Fall Top 10. Ist auf jeden Fall, wenn du Bock hast auf sowas und spielen willst, dann... Und viele haben im Sideboard dagegen nichts, oder? Trader, wie sind die Preise von Mermel? Wenn man alles High-Rare spielt, ist schon echt teuer. Sonst? So 40 Euro und sowas. Ja, sonst? Billig? Relativ günstig. Weil es gibt ja auch so Megalos und so, sind alles in Kamen. Ja. Und alles in, also High-Rare wird teuer, aber wenn du bisher eine billige Version spielen willst, dann kannst du es auch relativ günstig. Ja. Nächste Frage. 500 Euro kommt man weg. Nächste Frage von Luca Markanovic. Nächste Frage, was sagt er? Kann man die Monarchen ohne die Ranger spielen oder ist es wirklich besser mit, weil ich bin nicht überzeugt von denen. Dann fragen wir mal Nico. Also ich glaube, man kann es mit und ohne spielen, aber man muss es einfach austesten, was für einen besser ist und was nicht. Also, ja, bist du mit Monarchen oder hast du auch mit den Rangers getestet? Ja, also ich habe auch mit den Rangers getestet, es kann schon auch tot kommen, was zum Beispiel nicht schlecht ist, den roten Monarchen, auch den kann man zum Beispiel opfern und mit Return kann man was holen. So ist es. Zum Beispiel auch nicht schlecht. Aber man kann es auch totziehen, also man muss es einfach mal ausprobieren, man kann nicht. Also so krass, besser ist es nicht unbedingt, oder? Nicht, also so krass nicht, man hat ja auch gesehen, glaube ich, weiß jetzt mal noch welche ohne den blauen. Und einer hat nur, glaube ich, den roten gespielt. Ja, genau. Man muss einfach für sich mal ausprobieren, welches, genau. Einfach mal testen und... Genau, man spielt ja eh immer... Ja, man kann es nicht so verallgemeinern. Das Deck kennt man ja schon, also man weiß ja, was man spielt. Also für Nico selber hat er sich jetzt das Bild ohne die Rangers halt besser empfunden. Ja, vielleicht ist es aber die anders. Ja. Testen einfach mal. Nächste Frage von Paperboy HD. Was ist eurer Meinung zu Odd Eyes Magicians? Kann man das noch als Meta-Deck spielen oder findet ihr Magicians mit Dracus und Magic Spectrum besser? Tut mir leid, kann ich dir leider nicht viel sagen. Hab's nie gespielt, hab's nie getestet. Kannst du was dazu sagen? Spielt man das überhaupt noch? Das Odd Eyes Magician Deck geht auf jeden Fall noch ab, aber ist halt relativ langsam geworden. Im Gegensatz zu so ein reines Pepe oder Dracus Points oder Cosmo. Deswegen ist es leider auch nicht mehr unter den Top 10. Kann man auf jeden Fall noch nicht mal unter den Top 10, Mann. Ja, ich glaube auch nicht mehr. Irgendwo zwischen 10 und 20. Also man spielt vielleicht noch die Magician's Engine als Scales halt noch, ja. Aber so an sich das Deck, ich glaube, es ist einfach zu langsam geworden. Ist echt zu langsam. Und deswegen man kann halt einfach zu schnell jetzt darauf reagieren. Ja, dann ist das andere Deck eher besser mit Magic Spectrum und so. Nächste Frage, David Omeni. Wenn man euch im Containment sieht, kann man mit euch ein Duell machen, während ihr es aufnehmt? Nein. Feature Matches sind gebannt auf diesem Kanal.
Mag sowas nicht. Aber also, die können herausfordern. Also online kannst du herausfordern. Fan-Challenge. Fan-Challenge kann man machen. Fan-Challenge kannst du immer machen. Vielleicht haben wir auch mal Bock, einfach mal so zu spielen, ohne dass wir es aufnehmen. Ja, das wäre auf jeden Fall eine Option. Nicht, dass du die Niederlage kassierst. Aber wird leider nicht aufgenommen. Nächste Frage von der Yu-Gi-Oh!-Player. Was sagt ihr eigentlich zu dem Amorphage konstant mit der Ranking? Amorphage auf jeden Fall gutes Deck. Ist auf jeden Fall Anti, oder? Richtig krass Anti. Also die geht einfach alles. Zauber, Falle, Monster-Effekt, super. Opfern, alles. Ob das Meta ist, weiß ich jetzt noch nicht. Auf jeden Fall, ich werde es auf jeden Fall mal testen und spielen. Aber vielleicht kommen ja noch welche TCG-Onis raus für das. Aber ich denke, es kommt auf jeden Fall. Kann passieren. Ich denke schon, dass es ein Fighting ist. Ja, Tati sieht wieder mal Potenzial. Ich sehe auf jeden Fall Potenzial. Das wäre auf jeden Fall, ich möchte es auch gerne mal antesten und möchte mal wieder ein anderes Deck spielen. Und vielleicht ist das auch so alles Panel, also müsst ihr auf jeden Fall sofort raus, also daher holt euch die Karten ran. Also genau, das kann man nicht dazu sagen, ja, wir können es nur jetzt in Zukunft mal testen und vielleicht mal uns anschauen und dann können wir mehr dazu sagen. Nächste Frage von Jolino. Ja genau, wenn ihr die Tier 1 Decks hitten könntet, was würdet ihr bei Kosten ändern? Ich finde, der ist extrem ausgewogen, auch wenn man Stärke-Karten entwickelt oder Dark Destroyer gebannt ist, ist immer noch sau stark, zumindest kann man abgeändert werden. Cosmojo auf 1. Teleport ist auf jeden Fall eine heftige Karte. Teleport auf 1. Dark Destroyer auf 1. Thinken auf 1, Dark Destroyer auf 1, Cosmojo auf 1, dann geht's schon. Cosmotown. Reasoning auf 1. Cosmotown auf 1. Eigentlich ist es nur Teleport. Ja, das ist ein totes Deck. Ja, es gibt schon ein paar Karten, die man auf jeden Fall hitten könnte. Ja. Destroyer und Teleport sind die einzigen. Ich finde Cosmojo, man. Cosmojo ist echt heftig, aber man kann auch andere Karten, wie zum Beispiel Call, zum Beispiel wieder auf 1 tun. Also, war ja damals auch auf 1, ja. Ja, jetzt auf 1 spielt man wieder auf Multiplayer-Version also mit Handtraps und so. Naja, aber das gibt noch kein Tinkern mehr. Da gibt es wieder ein anderes Bild. Nee, es ist auf Handtraps, ja. Nur Dings halt. Ja, aber ohne Tinkern. Ja, ohne Klassen, ja. Deswegen, man kann auch mehrere Karten, sag ich jetzt mal, in Auge nehmen. Ja, was mit anderen Top-Tier-Decks? Ich hab gerade nur von Cosmo geredet. Ja, Pepe wurde eh schon zu krass gehittet eigentlich. Brauchen die noch mehr? Also, vielleicht in Zukunft, wir müssen auf den Support schauen. Ich finde, Velvet und alles ist immer noch heftig. Ja. Also das Deck an sich ist ja relativ gut jetzt gebaut, bloß das extra Deck ist manchmal zu stark, weil Ignister ist eigentlich einfach die heftigste Karte in dem ganzen Deck. Velvet und Eis finde ich immer noch schlimm eigentlich. Ohne Ignister oder Ignister auf 1 ist das Deck schon echt nicht mehr so stark, spielstark, aber ansonsten. Kann man ja noch spielen. Es gibt mit Monarchen, Mann. Monarchen auf jeden Fall alles, oder? Monarchen. Oh mein Gott. Monarchen Stormfort, die Falle. Stormfort muss weg, die Falle muss so. Oder die Kleinen. Ja. Oder eine von den Kleinen muss weg. Ja, das ist nicht mehr so schlimm. Ich finde echt die Falle und Stormfort echt das Schlimmste. Ja, Stormfort ist echt schön. Ja, das ist echt schön. Ansonsten. Sehr gut. Ja, wenn du Prinzen sagst. Nein. Patrick Seitz, was sagt ihr eigentlich zu den Cosmo-Blueprints? Findet ihr sowas gut oder eher nicht? Ich würde schon mal ein Video machen. Ich finde sowas echt scheiße. Das Cosmo Blueprint hat sich null gelohnt. Ja. Destroyer, jetzt spielt eigentlich jeder nur noch Cosmo. Das Deck war an sich sowieso schon immer, dass das Deck stärker ist als der Spieler. Nee, aber ich finde, dass nicht viele Cosmo, auch wenn es billiger wird, das Deck, wird nicht jeder Cosmo spielen. Fragen wir halt ihn. Ist das interessant, dann Cosmo zu spielen durch den Reprint? Für mich schon. Ja, aber das ist, ich meine, in der Vergangenheit, Karten sind immer rausgekommen als Reprint, also man muss immer damit rechnen. Wenn man sich seltene Karten holt, ja, das ist so. Das sind alles auch Kosten. Genau, Kosten. Also irgendwann kommt jede Karte in der billigeren Version. Ja, ich denke einfach, die wollen halt einfach Kosten-Support ein bisschen gewinnen. Ja, wenn die neuen Karten rauskommen. Bisschen die Zahlen, Verkaufszahlen andrehen. Genau, ein bisschen mehr, dass hier jeder Kosten spielt und. Halt. Wir finden es ganz okay. Okay, geht weiter, kommt hier mal rein. Auf welchem Platz nach der Top 10 würdest du Heroes sehen? Digga, Platz 20. Du weißt nicht, ist Heroes noch Top 10? Nein. Auf welchem Platz nach der Top 10 würdest du... Schwierig zu sagen. Alles, was nicht in den Top 10 ist, kann man nicht einordnen. Ist relativ ähnlich, ja. Ja, kann man nicht einordnen. Es ist halt alles ab 10 aufwärts. Irgendwo zwischen 10 und 20, würde ich sagen. Auch das auf jeden Fall, aber mehr kann man da leider auch nicht dazu sagen. Ja, das war's. Ja. Das war's, Leute. Die anderen Jungs sind jetzt eingegangen und die nächste Runde fängt an. Ja. Vielen Dank für die Fragen. Ich hoffe, wir konnten ein paar Fragen gut beantworten. Hat Spaß gemacht. Stellt weitere Fragen. Auf jeden Fall unten in die Kommentare. Ja, Mann. Und schaut euch die Videos weiter an. Bis zum nächsten Mal und leider Danke euch. Okay. Alter, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt nicht.